Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich nun wieder, euer lieber guter alter Zordan. Ja, die Schau muss weitergehen, so ist es ja irgendwie im Leben. Und selbst wenn schlimme Ereignisse zurückliegen, nicht nur bei mir, sondern bei irgendwie ganz vielen Leuten in letzter Zeit, dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müssen weitermachen. Das ist nun mal der Kreislauf der Dinge, der Kreislauf des Lebens. Und solange wir Menschen, die wir geliebt haben, mit positiven Erinnerungen im Gedächtnis behalten, werden sie nie ganz weg sein. Und wir werden sie zwar vermissen, aber sie werden für immer ihren Fußabdruck in unserem Leben hinterlassen haben. Ich merke schon jetzt, dass ich demnächst auf jeden Fall mal eine Runde raus muss. Das wird passieren und ich denke mal in Form eines Abenteuers, was ich dann angehen werde, was dann vielleicht in den nächsten Folgen schon stattfinden wird, das werde ich mal sehen. Ich werde jetzt langsam hier versuchen, wieder anzufangen. Ich muss mich tatsächlich auch ein wenig an Minecraft wieder gewöhnen. Es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie Zeron das auch hatte, dass man wiederkommt und mit einem anderen Blick an die Sache rangeht und sich denkt, kann ich das so noch hier lustig Unterhaltung machen? Und aber eins ist mal ganz gewiss, meine Mama, so lieb ich sie hatte, sie hätte nie gewollt, dass ich irgendwie den Spaß an der Freude hier verlieren würde oder so. Sie war ein sehr lebensbejahender und lebenslustiger Mensch und insofern auch in ihren Ehren werde ich selbstverständlich für euch weitermachen und auch wenn jetzt im Moment die Stimmung vielleicht noch nicht bei mir danach ist, sie wird wieder besser werden und dann wird das hier auch wieder fröhlicher und lustiger abgehen. Und was die große geplante Schlacht angeht, so sage ich, Zeron, so wie es losgehen kann, soll es losgehen. Ich bin bereit. Wir werden das Ding zusammen schaukeln. Es ist halt wirklich so im Leben. Die Show muss weitergehen. Autsch. Ein bisschen Bauerde. Ja, ein bisschen. Viel zu wenig eigentlich. was die Projekte angeht, wenn ich wieder voll im Einsatz bin, sagt ihr mal bitte, ich bin nämlich ein bisschen unentschlossen mit, was ich als nächstes weitermachen sollte. Da wäre zum einen natürlich die Stadt im Berg und da speziell das die Filiale der Elblandbank, die da rein soll. Zum anderen wäre da natürlich noch die Möglichkeit, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, wir sind jetzt dabei drei, ne? Da gehe ich noch einen raus, okay. Also Filiale Elblandbank und so weiter. Natürlich könnte ich auch endlich mal diesen Schafstall da fertig bauen. Und damit dieses ganze Projekt hier mit dem Moorbrücker Hof abschließen. Könnte auch mit der Stadt im Moor so ein bisschen anfangen. Ja, jetzt brauche ich mehr Klettererde, sonst bringt das hier nichts. Macht da mal ein paar Vorschläge, dann helft mir mal so ein bisschen wieder reinzukommen und ein bisschen wieder Fuß zu fassen. Das würde mir sehr viel bringen. Und so hättet ihr natürlich auch eine prima Möglichkeit, euch zu beteiligen. Wie ihr die ja immer habt. Ja, ist schon komisch, hier wieder zurück zu sein und dann so, ne, mit fröhlicher Musik hier im Hintergrund, schalalalala. Das ist schon etwas seltsam. Aber es tut doch gut, sonst hätte ich es nicht gemacht. So viel ist mal sicher. Du hältst dich da raus.
Oh, hier ist ein kleiner Hohlraum. So können wir das machen. Okay. Eigentlich einfache Form, die so gar nicht so leicht ist. Schritt raus. Sieht das jetzt schon aus? Ich meine, ihr seht natürlich schon... Aua! Ihr seht natürlich schon längst, was das hier sein soll, aber... Das ist an und für sich auch eine Form, die nicht so leicht ist. Ich glaube, ich hau da oben noch einen Block weg und dann müsste das schon passen. Vielleicht. Autsch! Das ist Herzschmerz. Ich muss mal ein Stück weiter weggehen. Ja, man kann schon durchaus erkennen, was es sein soll. Ich denke, das kann ich so machen. Scheint oben noch einer zu stecken, der nicht so richtig runterfallen will. Ja, da habe ich ihn. Tja, so habe ich letzten Endes sogar für diesen kleinen Ort hier, der immer so ein bisschen nutzlos schien, einen schönen, sinnvollen Platz gefunden. Was hat es hiermit auf sich? Nun, liebe Freunde, zum einen wollte ich hier in meiner kleinen Minecraft-Welt eine Erinnerung schaffen für mich an meine Mutter, an die Liebe, die sie gegeben hat und die Herzenswärme und die Freude und alles, auch an das Chaos, was ihr Wesen war und einfach als Symbol an das Leben selbst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ein Dankeschön an euch. Denn ich war schier überwältigt über all die... Blödes Lied jetzt für diese Stelle. Entschuldigung, könntest du mal aufhören, Lied? Das ist typisch. Dann will ich was Bewegendes sagen und dann kommt hier so eine alberne Musik. Der Knüppel auch noch weg. Dann gehe ich halt erstmal ins Bett, wenn ich denn schlafen kann. So. Ja. Ich mache einfach auch eine rote Umrandung drumherum. Ich
fange gleich an, wieder tiefsinnig zu werden. Das ist, bei der Melodie habe ich nur keine Lust darauf. Die ist nämlich doof. Du wirst aus der Playlist verbannt. Hermant für immer. So. Wo war ich? Eure Anteilnahme hat mich wirklich schier überwältigt. Und zwar, euer Verständnis und die vielen Nachrichten, die ich bekomme, die Sorgen, die ihr euch teilweise wirklich um mich gemacht habt, das war mehr als rührend. Und ich glaube, ich hätte das bisher alles nicht so gut durchgestanden, wenn ihr nicht gewesen wärt. Und dafür gebührt euch mein größter Respekt und absolut mein tiefer verbundener Dank. Ich liebe euch, ihr seid die Größten, wirklich. Wir, die wir hier nur schnöde Unterhaltung machen, können uns gar nicht glücklicher schätzen. Sonnenblumen waren unser Symbol des Abschieds und haben im Prinzip alles geziert und sollen deswegen auch am Fuße dieses Herzens stehen und stets darauf aufpassen. Da oben ist immer noch ein Block. Wie habe ich denn das? Wie schaffe ich das? Also, jetzt nochmal hoch da. Seht ihr, ich komme nicht da, ist das Chaos auch schon wieder zurück. Manche Dinge ändern sich eben nie. Hier ist gar kein Block. Was war das denn? Ist der gerade despawned in dem Moment, wo ich hoch bin? Na toll. Au. So, jetzt aber. Eine Sonnenblume gesetzt. Mach's gut, Mutti. Ja, mir fehlt allerlei. Aber diese Sachen hier schnappe ich mir, packe ich mir ein. Und zwar für die nächste Folge schon. Da werde ich sie brauchen. Denn, ganz ehrlich, Leute, nach all dem so direkt hier einfach weiterbauen und auf die Schlacht warten, das kann ich auch nicht. Ich muss einfach mal eine Runde raus. Deswegen lasse ich jetzt mal alles, was ich nicht brauche, hier. Das ist all das. So. Schnappe mir hier mal aus der... Eigentlich sollte ich nochmal hoch zur Burg gehen und gleich eine ganze... so eine Truhe nochmal schnappen. Ich kann auch die nehmen. Ist egal. Ist völlig egal. Halt, aber erstmal ausrüsten. Genau, mein Atmungshelm werde ich brauchen. Die Rüstung ist okay. Andere Rüstung habe ich schon an. Das kann alles erstmal da drin bleiben. Wie gesagt, eine Werkbank sollte man immer mitnehmen. Ein Eimer. Diesmal nehme ich gleich einen Eimer mit. Was hatte ich denn? Ich hatte doch einen Eimer. Habe ich die alle da drüben? Okay, dann muss ich den nochmal schnell holen. Ich begebe mich nämlich auf eine Tiefseereise. Um einfach mal rauszukommen, aber auch um nochmal die Gefahren dieses Ortes, den wir einst schon in einer... Gemeinschaftsaktion, in einer Community-Aktion besucht haben. Oh, ist ein schöner Bogen. Den nehme ich auch mit. Den wir in einer Community-Aktion besucht haben, diesen Ort, den will ich noch einmal aufsuchen. Und dort auf Nummer sicher gehen, dass dort keine Gefahr vom Kult des Schwarzen Drachen an uns mehr droht. Sag mal, bin ich denn blöd? Und außerdem war da eine riesige Schlucht und die will ich auch nochmal aufsuchen. Vielleicht hat es da ja noch das ein oder andere Schätzchen für uns. Hier sind noch ganz viele Steine, gut zu wissen. Was wieder vergessen. Ach Leute, ich will doch nur einen Eimer haben. Wo sind die Eimer? So, jetzt reicht's. Gucken, bevor ich jetzt das Ding crafte.
herstelle und dann brauchte ich den gar nicht herstellen. Kein Eimer. Kein Eimer, nur Eisen. Eimer. Ja, siehst du? Gut, dass man nochmal guckt. Eine Schere nehme ich sonst auch nie mit. Nehme ich mal mit. Mein Verbrennungsschwert lasse ich hier. Eine Axt nehme ich noch mit. Und, hatte ich hier nicht noch Pfeile rumparken irgendwo? Ich könnte schnell welche machen. Ich nehme noch ein paar Fackeln mit. Ich nehme mir ein Boot mit. Ein Boot werde ich nämlich brauchen. Macht's gut, liebe Freunde. Bis morgen. Und dann geht es wieder los. Auf Abenteuer. Bis dahin. Tschüss.